ist doch schön. Ja, radikal. Das ist super. Passiert. Immer schön kommen. Ich bin Patrick, gehe aufs Internat, Internatsschule am Salersee. Ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse. Das ist ein Aufbaugymnasium hier in Iserlohn. Und ja, sie helfen halt Kindern, egal aus welcher Schulform, sich im Internat auf dem Gymnasiumslevel zurechtzufinden. Was verbindest du mit dem Thema Hochbegabung? Probleme hauptsächlich. Und was ich noch mit dem Thema Hochbegabung verbinde, ja, dass ich meistens schneller lerne und schneller die Vokabeln in meinem Kopf habe und mir halt relativ gut Gedanken und Zusammenhänge bilden kann auf Sachen, die meine Mitschüler nicht so schnell verstehen. Aber du bist kein Überflieger in der Schule. In der Schule bin ich kein Überflieger im Moment, weil, wie gesagt, ich habe halt da auch Probleme. Von seiner Leistung, von seinem Wortschatz und diesen Dingen war er wirklich einer der klassenbesten Schüler. Und deswegen ging er dann auch zum Gymnasium. Die Schüler, die ihn dann noch in der Grundschule verhauen hatten, hatten ihn dann auch noch in der Reichweite, trieben ihr Spiel weiter. Und Patrick war also mehr im Krankenzimmer als im Klassenraum. Eltern haben sich bei mir beschwert, dass ihre Kinder so oft Patrick ins Krankenzimmer begleiteten und furchtbar viel Unterricht verpassten, dass ich gesagt habe, können Sie mal drüber nachdenken, wie ich das finde? Ich sage, Ihr Sohn begleitet meinen Sohn nur. Ich sage, meiner liegt im Krankenzimmer. Was ist in der Zeit mit deinen Leistungen, mit deinen schulischen Leistungen passiert? Ja, die waren halt ziemlich am Boden, weil meine Lehrer auch gesagt haben, dass ich anders bin und die mit der Situation nicht klarkam. Zum Beispiel lag ich zusammengeschlagen auf dem Schulhof, bin dann wieder in die Klasse gehumpelt und die Lehrerin hat mir einfach eine 6 gegeben, weil ich zu spät kam. Zu meinen Mitschülern meinte sie halt, ja, das hat er verdient. Ich bin Michael, ich bin 12 Jahre, ich gehe in die 7. Klasse jetzt. Ich komme jetzt in die 7. Klasse auf der Bonn International School, das ist eine internationale Schule. Und für mich haben gerade die Ferien angefangen, ja. Wie geht's dir im Moment? Mir geht's im Moment sehr gut. Weil Ferien sind oder auch sonst? Das und weil ich mich wohlfühle. Michael war wirklich reif für die Schule, es war dringend nötig. Er hat sich total darauf gefreut. Er hat mir irgendwann mal gesagt, Papa, das ist so schön, dass ich jetzt bald in diese Schule gehe und lernen darf, einfach Dinge erfahren darf. Der war sowas von aufgeregt und war toll. Das war toll mit anzusehen, wie er in die Schule hineinging. Es war allerdings auch augenfällig, wie schnell ihn da die Realität eingeholt hat. Es ging schneller enttäuscht ja, dass er relativ schnell enttäuscht war. Erinnerungen daran sind eigentlich Einsamkeit und schrecklich. Was war denn schrecklich? Also ich habe mich richtig auf die Schule gefreut, als ich in die Schule kam, in der ersten. Aber dann, als ich dahin gekommen bin, war einfach nur doof. Die Lehrer waren doof. Man bekam für Extraarbeit keine Anerkennung. Man hat nie irgendwie Belohnung bekommen. Man hatte einfach das Gefühl, als wäre man unbedeutend.